Rosina soll den alten Dr. Bartolo heiraten. Dabei will der doch nur an ihre Mitgift rankommen. Rosina dagegen hat viel mehr Lust auf ihren Verehrer Lindoro. Der ist in Wirklichkeit ein Graf und hat den Barbier Figaro engagiert, um mit seiner Hilfe das Herz Rosinas zu erobern. Und der findige Figaro hat auch schon einen Plan in petto. Gioachino Rossinis »Der Barbier von Sevilla« ist die wohl beliebteste Opernkomödie überhaupt. Mit musikalischem Schwung, atemberaubenden Koloraturen und einer Lust am musikalischen Nonsens kommen Rosina, Lindoro und Figaro bald ans Ziel und der Zuschauer aus dem Lachen nicht heraus. Josef Ernst Köpplinger hat Rossinis komische Oper mit dem Ensemble des Staatstheater Nürnberg als rasantes Screwball-Comedy inszeniert. Volker Hiemeyer dirigiert die schwungvolle Oper.